Hallo, hier ist der Flocki. Heute haben wir den 21.12.2018, ja, 3 Tage vor Weihnachten. Ja, zu Weihnachten gibt es ja wieder Gänsebraten, Entenbraten. Ist gar nicht so mein Ding, das fette Zeug. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir heute mal einen eigenen Braten auf meiner schönen Feuerstelle hier in der Höhle. Und ja, das wird ein Hähnchen im Salzteigmantel. Das Rezept habe ich von der Vanessa Blank von Outdoor Bavaria und das will ich jetzt auch mal probieren. Also dazu habe ich mir das Hähnchen hier tiefgefroren geholt, sehe ich gerade mit in der Reihen sogar. Ja, für den Teig brauchen wir dann 1 Kilo Weizenmehl, 1,5 Kilo Salz, 1 Zitrone, ganz wichtig, die kommt dann beim Hähnchen unter die Haut, damit das nicht zu viel Salz vom Teig aufnimmt, und natürlich Wasser. Ich versuche das dann in dem Beutel hier anzurühren. Mal gucken, ob das was wird. Ja, natürlich brauchen wir dann auch eine ordentliche Glut, um das reinzulegen. Ich habe hier immer mal wieder ein bisschen Holz gesammelt. Das dürfte relativ trocken sein. Ja, und dann machen wir jetzt erstmal ein Feuer und dann geht es an die Zubereitung. Los geht's. Ja, bevor es jetzt losgeht, ich muss sagen, ich habe letztens das Räuchern für mich entdeckt. Ich habe es jetzt immer Beifuß genommen. Der wächst hier überall. Habe ich mir hier schon zum Trocknen aufgehängt. Ja, das ist ja ein altes Schutzkraut, das schon von den Germanen, selbst von den Neandertalern genutzt wurde, um ihre Behausung von negativen Energien, bösen Geistern zu reinigen. Und ja, das weiß ich nicht, ob es hier böse Geister gibt. Ich fühle mich jedenfalls nicht unwohl. Aber ich räuchere jetzt immer mal hier hinten aus. Mache ich zwar sowieso, weil ich benutze ja meistens das Holz, was ich so finde. Und wenn das so nass ist wie heute, räuchert es hier beim Feuer machen im Allgemeinen. Aber ja, ich nehme jetzt immer mal Beifuß. Und dazu habe ich mir diese Räucherpfännchen gebaut. Ich habe mir so gedacht, ja, ich stelle hier ein Teelicht rein. Dann habe ich mir einfach so eine Blechdose genommen, rundherum angebohrt. Mache hier das Räuchergut rein und warte, bis das anfängt zu qualmen und zu räuchern. Was nicht so richtig funktioniert, ist verduftet höchstens. Ja, weil das Teelicht nicht genug Hitze bringt. Und da habe ich mir jetzt mal diese Kohletabletten für die Shisha gekauft und will mal probieren, ob das vielleicht funktioniert. Ich nehme heute auch keinen Beifuß. Aromatisch steht sogar drauf. Ich möchte was Aromatisches und da habe ich mir Sanddorn Holundertee gekauft. Hat das, glaube ich, 1 Euro gekostet. Also kann man schon mal verheizen. Und ich probiere das jetzt mal aus. So, mal so ein Ding direkt anzünden. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, da braucht man noch eine Zange eigentlich dazu. Naja. Es brennt auf jeden Fall recht schnell durch. Das Teelicht brauche ich gar nicht mehr. Ich lasse es mal drinnen. Scheint schon an zu sein. So, dann machen wir mal was von der Holunder Sanddorn Teemischung drauf. Aber ich glaube, das muss erst noch ein bisschen umgehen. Ja. Das passiert noch nichts. Oder? Doch, es räuchert tatsächlich. Und riecht's? Jawohl, ey, gar nicht mal schlecht. Also jetzt immer solche Kohletabletten nehmen. Nimmt man die nicht eigentlich gegen Durchfall? Oder für Durchfall, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich benutze heute das erste Mal meine neue Kamera, weil meine alte, die ist mir im Urlaub kaputt gegangen. Ja, das ist auch eine Sony DSCWX350, die mir mein Vati netterweise ein bisschen frühzeitiger zu Weihnachten geschenkt hat. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, und die alte hier, die hat folgendes Problem. Ja, beim Scharfstellen kippt die Linse immer hoch und runter. Und das ist vielleicht schön, wenn man Horrorfilme dreht, aber so zum Film passt das nicht richtig gut. So, dann erstmal Holz hacken.
Tether Sticks machen. So, normalerweise nehme ich ja mein Holz immer unterwegs mit, aber heute ist wirklich ziemlich nass und ich will nicht ewig rumprobieren, ehrlich, das Feuer ankriege. Und deswegen gehe ich auch gleich auf Nummer sicher und nehme den Tampon. Der bringt eigentlich nicht immer genug Zündhitze. Ist natürlich nicht gesagt, dass es damit gleich angeht. Aber das ist ja beim Buschkraften so. Manchmal funktioniert es halt nicht auf Anhieb. Hat halt auch nicht viel Zeit, weil die Watte ziemlich schnell durchgebrannt ist. Ist hier noch ein bisschen Gras, was ich noch eingelagert habe hier in der Höhle. Es ist trocken. Ja, vielleicht schon ein paar Ästchen drauflegen hier. Gleich mit angeht. Ja, wie oft habe ich da schon den zweiten, dritten, vierten, fünften Versuch gebraucht? Das ist halt so. Die Feathersticks was bringen. Wind geht ja heute genug und wenn es schon so schön schwelt, dann geht es da meistens auch an. Muss man ein bisschen Geduld haben. Nicht wie ein Beklopft reinpusten oder so. Einfach ein bisschen abwarten. Das kommt dann meistens. Das Schwelbrandprinzip funktioniert eigentlich nicht immer ganz gut. Genau. Ja, mein Feuer ist jetzt ganz gut im Gang hier. Das lasse ich jetzt durchbrennen, lege noch ein bisschen auf, dass ich eine ordentliche Grundglut drin habe. Und ja, jetzt geht es zur Zubereitung vom Hähnchen. Gucken, was hier mein Räuchernapf macht. Oh, hier. Ein Gangart macht sich hier aus dem Staub. Den riecht es wahrscheinlich zu aromatisch. Ja. Ich musste allerdings nochmal eine neue Kohle drauf machen. Den Deckel sollte man weglassen. Ich habe wirklich mit dem Deckel die Kohle erstickt wahrscheinlich. Und jetzt geht's. Ich habe gleich nochmal ein bisschen aufgelegt. Und ja, es riecht recht gut. Wird natürlich jetzt ein bisschen vom Dunst hier übertüncht, aber es funktioniert. Ja, da beginne ich jetzt mal mit der Zubereitung. Wird bestimmt eine übelste Schweinerei hier, aber was soll's. Ja, zu Hause hätte ich mir jetzt die Hände gewaschen, aber hier habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Es geht. Die sind nach dem Teig kneten bestimmt wieder sauber. Ja, nehme ich mal meinen lustigen Beutel hier. Ich habe die auch noch nicht zu Hause ausprobiert. Die habe ich mir heute erst im Discounter gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob die was taugen. Da ist jetzt offen. Ja, da füllen wir mal das Mehl rein. Mal gucken, was passiert.
nimmt schon recht viel Platz weg. Wird eine knappe Angelegenheit. Jetzt noch das Salz. Und einen kräftigen Schluck Wasser. Es kommt so viel Wasser dran, bis der Teig nicht mehr an den Händen klebt. Der Beutel hält jetzt nicht. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ich hab grad so ein Erdell-Samstagnacht denken, far out the hardest trends in town. Da kann man mal so die Hand aus der Farbe. Far out the hardest trends in town. So, jetzt hatte ich hier so eine halbwegs gängige Teigmasse erhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich die rauskriegen will. Ja. Und ja, da probieren wir jetzt erstmal unser Hähnchen auszupacken. Oh, ich sehe richtig gut aus. Ich sehe, ob das dann so ohne weiteres wieder runter geht. Ja, man kann es so abbuschbaren. Es geht. Vielleicht wird es dann hart und ich klopfe es dann einfach runter. So. Kriege ich das Hähnchen nicht aus der Verpackung. So. Da haben wir es, 1,3 Kilo. Es rutscht weg. Mein Weihnachtshähnchen. Ja, das wird jetzt nicht weiter gewürzt. Ich die Innereien sind auch nochmal verpackt, sehr schön. Ich mache da jetzt einfach die Zitronenscheiben drunter und ja, stopfe vielleicht noch eine Zwiebel rein, wenn noch Platz ist. Und dann kommt das alles in den schönen Teigmantel hier. So, dazu nehmen wir erstmal eine Zwiebel. Gleich den Müllbehälter, das wird dann gleich alles verheizt, wenn ich fertig bin. Ich kann nur empfehlen, wenn man Wasser dabei hat zum Händewaschen, dann sollte das nutzen, weil es ist wirklich die übelste Schweinerei. Oh, das muss jetzt so gehen. So. Sehen. Das öffnet mir bereitwillig die Beine. Nicht, dass ich hier noch auf dumme Gedanken komme. Ich frage mich gerade, wie die das eingeschweißt haben. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr ekelhaft. Aber ich stopfe es mal mit rein. Ich probiere nochmal aus, ob die, weiß ich nicht, Leber. Herz ist wohl nicht mit drin. Keine Ahnung, was das andere ist. Ob man das dann noch mit essen kann oder nicht. Hier, es kommt aus dem Plastikbeutel wieder dahin, wo es hingehört. In das Hühnchen. Rabia, also roh würde ich es jetzt nicht essen, unbedingt. Also das macht gerade keinen sehr appetitlichen Eindruck. So, jetzt schneiden wir die Zitrone. Mein Messer habe ich schön eingesaut. Sauber durchgeschnitten. Das ist so, als ob es sein sollte. So sein sollte. Gar nicht mal schlecht. Es funktioniert. Sehr schön.
Dann habe ich hier ein Keulchen, wenn ich was reinkriege. Ja, am besten ordentlich aufschneiden, obwohl Innenseite geht auch. Mal der Teigmantel hält das denn alles schön zusammen. Unten machen wir auch noch mal sehen. Ne, das ist oben. Nein, das ist oben. Ich habe mich versprochen. Passt noch was, sehr schön, neben die immer rein. Kommt gerade wieder raus hier. Ach hier, was ist das? Die Leber ist es glaube ich nicht. Das könnte die Lunge sein. Immer rein damit. Ah, hier ist auch noch Platz. Ich glaube die Zwiebel kriege ich auch noch unter hier. Jetzt bräuchte ich was zum Zunähen. Tja. Okay, hier haben wir das gefüllte Hühnchen und jetzt wird's spannend. Mal sehen, ob ich das jetzt in den Teigmantel reinkriege. So, dann legen wir das Hühnchen mal ins Bettchen. Zwiebel kommt wieder raus. Ah, das ist wie gerade, wenn es ein Ei legt. So. Decke drauf und dass ich das halbwegs dicht kriege. Ja, und jetzt müssen wir diesen Klumpen Salzteig, der mit einem Hähnchen gefüllt ist, in die Glut legen. Oh, ich sehe gerade, das ist noch gar nicht richtig durchgebrannt. Ja, der Teig scheint zu halten. Schön eingepackt unser Hühnchen. Jetzt geht's ab ins warme Bettchen. Ja, während unser Hähnchen im Teigmantel hier seiner Vollendung entgegenbrutzelt, zeige ich euch ein klitzekleines Lost Place Video, das ich vorhin gemacht habe, als ich hergelaufen bin. Viel Spaß! Ja, vor einem halben Jahr wurde hier die Hecke freigeschnitten und da hat man erstmal gesehen, dass hier so ein Rest von einem Gebäude steht. Wahrscheinlich eine alte Gartenhütte und da gucke ich jetzt mal rein. Hier ist noch der alte Schlot. Was ist hier? Eine Gartenbank aus einer Europalette gefertigt mit Stacheldraht, auch nicht schlecht. Hinten war wahrscheinlich mal ein Plumpsklo, sieht jedenfalls aus wie ein Abwasserrohr. Hier ist ein großes Loch drin. Mal sehen, ob ich hier hochkomme. Ja, wie wir sehen, ein klitzekleines Lost Place. Es liegt hier noch eine Wasserwaage mit Blase. Ein Besen wurde wahrscheinlich gefegt. Multifunktionstool sehe ich gerade. Ja, Hake und Besen, auch nicht schlecht. Hier geht es schon wieder raus und ja, eine kleine Treppe runter, das war's schon. Ich glaube, nach dem Keller brauche ich nicht zu suchen. Und ja, Dachboden schon gar nicht, da ist nämlich nicht mehr da.
jetzt habe ich das dampfende Ei hier rausgeholt. Es qualmt noch fleißig. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Hühnchen darin was geworden ist. Ja, hier scheint es gut zu liegen. Und jetzt nehme ich mal meinen Holzknüppel hier, den nehme ich sonst immer zum Baton, zum Holzklein machen und ja, mal gucken, ob ich es damit aufkriege. Das ist auf jeden Fall sehr hart. Boah, und heiß. Macht man sogar durch die Handschuhe durch. Wow! So, der Kokon ist aufgebrochen. Kokon, wie sagt man Kokon? Jetzt will ich mal gucken. Also innen ist es auf jeden Fall nicht verbrannt. Ist echt hart geworden, der ja, Teig. So, jetzt wollen wir mal probieren hier. Zwiebel schmeckt schon mal gut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist sehr saftig auf jeden Fall. Oh ja. Schmeckt schön zitronig. Ein wenig verrußt. Das muss ich erst mal ein bisschen abkühlen lassen hier. Es ist jetzt außen erstmal ziemlich schwierig, was zu finden. Was nicht verkohlt ist. Also der Teig, der jetzt nicht verbrannt ist, der schmeckt ganz ja, salzig, aber wie Teig. Das Fleisch, ja. Ist auch richtig gut. Oh, jetzt habe ich ein zartes Stück. Ja, hier. Heiß ist es auf jeden Fall. Mal gucken, was haben wir hier? Das sind ja noch die Innereien. Weiß nicht, was das ist. Ach, hier der Hals oder so. Ja, den mache ich mal weg. Dann hier, weiß ich nicht, die Leber. Glaube ich, das ist die Leber. Und hier haben wir noch irgendeine Innerei. Als Buschkrafter muss man das natürlich mal probieren. Mal gucken. Weiß nicht was es ist, Lunge könnte auch sein, aber man kann es essen. Man darf sich einfach nicht so viel Gedanken drüber machen, was das ist. Und wie das vorher aussah. Das ist die Leber. Ja. Schmeckt nach Leber. Leber, Leber, das schmeckt gut. Die Lunge war jetzt nicht so toll, aber die Leber konnte man essen. Ja. Ja, wunderbar. Nehmen wir noch ein Schlückchen Kaffee dazu. Ach, mein provisorischer Holztisch, den ich mir nachgebaut habe. Tisch ist übertrieben. Jetzt muss das Feuer noch mal in Gang gehen hier, dass ich die Reste noch verheizen kann. Ach, toll. So, weiter geht's.
Die Köhlchen und die Flügel. Nicht so gar knusprig geworden. Ja, wunderbar. Ja, das war mein Hähnchen im Blätterteig, wollte ich gerade sagen, Salzteig. Wenn es jetzt nicht so appetitlich aussieht, es hat richtig gut geschmeckt. Ist ein bisschen aufwendig mit dem Teig, aber ich muss sagen, es funktioniert ganz gut. Ich hatte es jetzt 1,5 Stunden im Feuer. Es ist wirklich durch gewesen. Der Salzteig ist knüppelhart wie Beton. Muss man dann wirklich aufklopfen. Aber ja, es hat zitronig geschmeckt, nicht versalzen. War richtig gut. Wird jetzt wohl mein inoffizieller Weihnachtsbraten werden. Mache ich mir jetzt jedes Jahr. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, über Feuer kochen macht ja sowieso immer am meisten Spaß. Ja, sage ich an dieser Stelle. Schöne Festtage, einen guten Rutsch und ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Macht's gut. Ganz schön dreckige Hände. Boah. Aus ihren Behausungen ja, fernzuhalten, zu, oder ja, die schon da sind, halt ihre Behausung zu, ich komme nicht drauf, ja. Mein Dings, was ich hier gebaut habe, nochmal. Ja, das war jetzt mein Hähnchen im Gefällt mir definitiv.